so zu verstecken, dass es wieder gut aussieht. Das ist auch das Kunstvolle am Detailreichbau. Detailreich heißt eigentlich nur, so viel Zeug noch hinkleistern, dass es aussieht, als wäre man so, als ob das voll krass wäre. Obwohl es eigentlich nicht viel ist. Das ist so wie so Tine Wittler. Da ein Kissen aufs Sofa, da eine Blume auf den Tisch. Schon ist ihr Zuhause doppelt so gemütlich wie vorher. Von wegen. Das funktioniert doch niemals. So eine Blume wird welk und so ein Kissen ist nach zweimal benutzen. Ja, kannst du vergessen. Und nach einmal waschen, legst du es eher an irgendeine Stelle am Sofa. Und dann ist das ganze Gemütlichkeit weg, weil das Kissen an der falschen Stelle liegt. Wenn das so funktionieren würde, ja? Aber ein Auge fürs Detail ist wichtig. Deswegen ist es halt auch hier so schwer, so richtig detailreich zu bauen, weil es einfach die Möglichkeiten dazu kaum gibt. Noch. Das kommt später alles noch. Weil zum Beispiel Treppen endlich also irgendwann später umgedreht platzieren kann oder Baumstämme querlegen kann oder sich per Command Holz geben kann, das zu allen Seiten die Stammtextur hat und keine Ringe mehr. Mit solchen Sachen da kannst du bauen, du. Heieiei. Da denkst du überhaupt nicht mehr, dass das hier noch mal Minecraft war. Kannst du richtig imposante Sachen hinstellen. Heißt jetzt nicht, dass man das mit den Methoden hier nicht auch schon irgendwie hinkriegen könnte. Nur man ist halt etwas eingeschränkter. Je detailreicher man bauen will, desto größer muss das Grobe sein. Weil du mit alt Cobblestone-Zäunen, irgendwie platzierten Half-Slabs oder ähnliches, halt mittlerweile viel mehr machen kannst, als du hier mit soliden Blöcken an sich nur machst. Ich erinnere nur noch an dieses Cheese da mit dem Haus da, das erste Haus, das sie in die Brücke gebaut haben da, mit dem Dach da. Wie vogelwild sich die Treppen da platziert haben. Hat mich schon so teilweise zur Verzweiflung gebracht, weil ich mir nie sicher sein konnte, ob die Treppe jetzt richtig wird oder falsch. Und das funktioniert hier schon mal, hat bei dem schon viel besser funktioniert. Ich habe nur eine Treppe aus Versehen an die falsche Stelle gesetzt. Das war alles. Aber sonst war alles super. Sonst war wirklich alles super beim Nachbauen. Bis auf halt die Tatsache, dass man noch keine umgedrehten Treppen platzieren kann. Womit man die Cobblestone-Renner vom Dach noch schön abschießen kann. Aber wie gesagt, das ist dann ein Detail, das kann ich dann irgendwann mal nachbessern. Sag ich mal. Und das ist. Oh. Also den Stack Erde hole ich mir dann schon wieder, der hier runtergefallen ist. Dann schwimmen wir mal das Wasser nach oben. Das geht doch mittlerweile auch schon schneller, oder? Auch fließendes Wasser nach oben zu schwimmen. Oben angekommen.
glaube, ich wollte eigentlich hier nur Blöcke in die Hotbar legen. Wir haben den da hingesetzt. Der gehört dann da gar nicht hin, so. Das ist natürlich eine blöde Frage, weil ja so viele andere Leute hier spielen. Aber sei mal dahingestellt. Ich habe übrigens die Helligkeit meiner Bildschirme etwas nach unten gestellt, weil sie mir zu hell waren. Beziehungsweise irgendwie an meine Augen in letzter Zeit die Angewohnheit. Das ist mir jetzt schon auch während einer Aufnahme mal passiert, das war ziemlich fail, so bei Glamly, dass mein Auge angefangen hat zu flimmern. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es war so. Ich gehe mal schlafen. Och Gott, da ist ja auch noch alles offen. Das muss ich auch noch zumachen, dann. Rein da. Da oben wird man so tollen viel an Höhlengeräuschen hören, du. Heieiei. Au. So. Hüpp. Hüpp. Dann machen wir erst hier oben zu. Und dann passt es dann auch. Zumindest an dieser Stelle. Und Erde, komm. Zack. Oh Gott. Ich habe ja hier unten, haben wir vorhin gesehen, haben wir auch eine unglaubliche Menge an Setzlingen noch drin. Jetzt Gedankenspiel. Wenn das hier oben alles schon grün ist, könnte ich ja theoretisch doch schon einen Baum, also einen Wald hier oben anpflanzen und hoffe dann einfach mal, dass... Aber das war jetzt blöd. Und hoffe dann einfach, dass dieser... Oh Gott sei Dank, ich kann hochschwimmen. Und hoffe dann einfach, dass dieser nicht mehr mit Laub transformiert. Das wäre sehr toll. Ansonsten müsste ich den halt nochmal pflanzen. Aber ich glaube, dann lege ich auch wirklich schon einen Wald an, weil dieses Hochplateau eignet sich einfach mal perfekt für einen Wald. Weil ich weiß nicht wieso, aber so vom reinen Gefühl her empfinde ich es in Minecraft eh, dass es eigentlich insgesamt nur drei verschiedene Landschaften gibt. Oder halt ein paar Landschaften. Aber niemals einfach nur eine freie Fläche mit Hügeln, in der irgendwie ein Weg durchläuft. Solche Ebenen, wenn ich sehe, müssen die erstmal fett bebaut werden im Normalfall. Aber auch als Landschaft, eine Hügellandschaft kann ich nicht. Ich weiß nicht. Das ist für mich so ein Gegensatz. In Minecraft eine freie hügelige Fläche. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Da hatte ich gerade einen Mega-Ruckler. Ich speichere mal lieber ab, bevor ich das Ganze nochmal machen muss. Früher oder später. Wäre nämlich blöd, wenn in so einem Zustand das Spiel abschmiert. Dann sind die ganzen Kisten leer. Die Erde ist erstmal weg. Und ja, man kann das alles hier nochmal von vorne machen. Ist dann eher unschön. Deswegen Zwischenspeichern eigentlich sehr wichtig. Und mit später so die Monsterparty abgehen. Außer ich gehe da wirklich später mal mit Glowstone und leuchte alles penibel aus. Mal mit Fackeln. Das habe ich mal auf dem Server gemacht. Da habe ich quasi eine ganze Stadt, quasi eine Ebene geplättet und an manchen Ecken halt abgetragen und an anderen massiv aufgeschüttet.
Dann irgendwann bin ich durch einen Zufall da unten wieder reingekommen. Und das sah so saumäßig genial aus. Weil ein paar Blöcke von außen haben gefehlt. Und lauter so kleine Sachen. Und da hattest du so ganz wenig Licht unten und jede Menge Monster. Und dann fängst du an mit Glowstone da so ein bisschen detailliert und mit Liebe zum Detail auszuleuchten. Und dann war das so eine tolle Gegend da unten. Das war echt. Habe ich selbst ein bisschen überrascht, wie toll das aussah. Und das war halt auch ein Wald da unten. Und das war einfach. Das war schön. Das war sehr, sehr, sehr schön. So, und ich denke halt auch, wenn hier Wald ist, dann werden wir auch den Kiesweg viel mehr benutzen als jetzt. Bisher. Aber auch insgesamt, jetzt sieht das ja schon wesentlich krasser aus als vorher. Boah, kann man sich das irgendwie so richtig vorstellen, wie das aussehen soll. Und von unten ist es einfach nur schwarz. Das ist schon auch beeindruckend. Also es von unten so schwarz ist. Okay, die Bäume sind gewachsen, die werde ich dann später mal fällen. Heilige Scheiße, sind hier viele Wölfe. Hallo Hund. So, die letzte Kiste Dirt, die wir unten haben. Danach müssen wir wohl oder übel unser Lager plündern. Wäre hier noch was drin? Nö. Wäre echt mal interessant zu wissen. Okay, 4 Stacks, 5 Stacks Eisen. Das reicht. Oh, warte mal. 24 mal 12. Moment, ich rechne das mal kurz. Das wäre natürlich phänomenal, wenn wir durch das Feld selber so viel Eisen hätten, dass wir alles craften können, was wir dafür bräuchten. Das wäre unglaublich genial. Wie viel waren es? 24 mal 24 mal 12 durch 64 4,5. Das heißt, wir brauchen 4,5 Stacks. Ja, also Eisen haben wir genug. Ist dann später noch die Frage, wie es mit Redstone aussieht. Also für die Leitungen haben wir definitiv nicht genug, aber vielleicht die Grundversorgung mit den Pistons, das könnte hinhauen. Das weiß ich aber noch nicht. Hui. Auch irgendwie interessant, dass der Weg zum Haus besser ausgebaut ist als alles andere, aber vom Haus nirgendwo mehr weiterführt. Ist halt das Haus gewissermaßen eine Sackgasse darstellt. Auch irgendwie toll. Und hinter dem Haus einfach nur in einen Abgrund geht hier. Noch. Hier oben ist das natürlich dann schon eine ganz andere Landschaft. Das muss ich dann halt irgendwie, also vielleicht mache ich den Turm da vorne auch direkt als nächstes. Wenn hier oben ich ein Satzbau ist wunderbar heute. Wenn ich hier oben das Zeug fertig habe und die ganzen
Kanten auch schließe. Also beim Wasserfall vorne ist schon zu, aber hier hinten die Rückwand, die Wand hier vorne.